Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Budapest, der ungarischen Botschaft, zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, von unerschütterlicher Lebenszuversicht erfüllt, selbstverständlich, auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Ich habe in der Nacht etwas länger CNN und BBC angeschaut und das schlägt dann doch etwas auf den Magen. Aber die Sonne scheint über Budapest, die Sonne scheint über Ungarn, ein wunderschöner Frühlingstag und die Leute sind gut drauf. Sie sind natürlich damit beschäftigt, ihr Leben hier zu meistern, zu arbeiten, sich mit dem Naheliegenden zu beschäftigen und nicht mit den Behelligungen und Zumutungen der Politik. Sehr interessant hier die internationalen Medien. Ich komme ja nicht, aufgrund meines bewegten Lebenslaufs, ich komme ja nicht immer dazu, die internationalen Kabelsender zu verfolgen. Ich habe das jetzt in der Nacht etwas länger getan und das ist schon sehr interessant. Also BBC zum Beispiel, das ist für mich hat auf mich gewirkt wie ukrainisches Staatsfernsehen, Selenskis Privat-TV. Also das ist schon bemerkenswert, wie hier in einer Einseitigkeit berichtet und gesendet wird. Das Thema, das vor allem diskutiert wurde, war dieser mysteriöse Drohnenangriff auf den Kreml, auf den Regierungssitz, auch auf den Wohnsitz des Präsidenten. Da soll in der Nacht eine Drohne explodiert sein. Das russische Fernsehen meldet sogar zwei Drohnen, die seien da am Kreml explodiert. Es gibt auch Filmaufnahmen, die sind allerdings nicht verifiziert. Und für die Russen ist klar, die ukrainische Regierung steckt dahinter. Dies im Zusammenhang mit weiteren Angriffen auch auf ein Treibstofflager auf der Krim. Und weitere Ziele. Es scheint hier, so die russische Sicht, der Versuch im Gang zu sein, eine allgemeine Provokationsstimmung heraufzubeschwören mit den unabsehbaren Eskalationsresultaten. Das alles wird von Kiew zurückgewiesen und BBC, das hier das die Hauptquelle ist, BBC übernimmt im Grunde diese Darstellung. Entsprechend auch das, was aus Russland kommt, wird mit größten Zweifeln bedacht. Das, was von der ukrainischen Seite gesagt wird, ja nicht gerade als ausgemachte Wahrheit, aber doch mehr oder weniger zustimmend referiert. Ich kann hier nicht die Aufklärung leisten dieser Ereignisse, aber was ich Ihnen sagen kann, ist das Folgende. Dieser Krieg ist viel, viel gefährlicher als unsere Wir-schaffen-das-Medien Ihnen vorgaukeln. Hier liegt eine wirklich ganz unheilvolle Eskalationsdynamik drin und meine Kritik richtet sich vor allem an unsere Seite, an die eigene Seite, an die Medien. Ich bin Journalist, ich bin seit vielen Jahren Journalist und beschäftige mich mit Leidenschaft, aber eben auch mit kritischer Distanz, mit meinem Beruf und meinen Kollegen. Und es ist unverantwortlich, wie die Medien hier berichten und stellvertretend jetzt BBC mit dieser Einseitigkeit. Da entsteht eine derartige Emotionalisierung, eine Selbstgerechtigkeit auf der westlichen, auf der ukrainischen Seite. Und aus so einer Stimmung kann nichts Gutes herauskommen. Das produziert natürlich Machbarkeitsallüren seitens der Politik. Man fühlt sich dann in der Lage, alles zu erreichen und vor allem wähnt man sich auf der Siegerstraße Risiken eingehend, die man niemals eingehen darf. Dieser Krieg kann, und das muss einfach immer wieder im Blick behalten werden, dieser Krieg kann spielend, mühelos in einen Weltkrieg, in einen Atomkrieg ausarten. Und Provokationen, wie wir sie jetzt sehen, mit solchen Drohnenangriffen, mit Angriffen auf die Krim, wir haben auch andere Angriffe schon gesehen, auf russisches Territorium, auf Flugplätze, auf Militär,
Anlagen. Das sind Ereignisse, die diesen Krieg in einen Weltkrieg eskalieren lassen können. Ich halte das für absolut unverantwortlich. Und die Wurzel, die die Medien hier spielen, beziehungsweise den Faktor, den die Medien machen, ist die enorme Stimmungsmache, die Stimmungsaufheizung, die da betrieben wird durch eine totale Dämonisierung der russischen Seite und eine faktische Heiligsprechung der ukrainischen Seite. Das ist eine ganz gefährliche Gemengelage. Das ist sozusagen ein Zwei-Komponenten-Sprengstoff, der vor allem die westliche Seite immer dazu bringen wird, diesen Krieg, diesen Stellvertreterkrieg noch mehr eskalieren zu lassen, in einer Art Pokerspiel des Wahnsinns, wo es darum geht, die Stakes, die Scheite und die Brücke ist immer höher zu stapeln, im Glauben, in der Hoffnung, dass die Russen dann irgendwann aufgeben, kapitulieren werden. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Aufgrund der ganzen geopolitischen Situation geht es da um viel zu viel. Also das ist nicht einfach ein Spiel mit dem Feuer, das ist ein Spiel mit dem nuklearen Feuer, das ist ein Spiel mit der Atombombe. Und ich beobachte auch mit großer Sorge und auch einem gewissen qualifizierten Entsetzen die Situation in der Schweiz, wo sich eben das Stimmungsbild auch rabiat vereinseitigt hat, wo unglaubliche Aggressionen herumschwirren. Jetzt nicht beim Großteil der Bevölkerung, aber bei jenen, die eben ausschlaggebend und an den Hebeln sitzen, ausschlaggebend sind und an den Hebeln sitzen. Bei der Meinungsbildung im öffentlichen Sektor, da ist Null Toleranz gegenüber Differenziertheit, gegenüber anderen Meinungen, die hier nicht die eine oder die andere Seite verteidigen, sondern die sich darum bemühen, diesen Krieg als das zu sehen, was er ist. Eine Summe von komplexen Faktoren und Vorgeschichten, die es nicht erlauben, einfachste, primitivste Schuldzuweisungen, Schwarz-Weiß-Bilder zu produzieren. Ich werde mich weiterhin natürlich dafür engagieren, hier diese differenzierte Sichtweise letztlich auf eine politische Verständigung, ausgezirkelte, abgezirkelte Sichtweise darzulegen. Das ist natürlich das wichtigste Ziel. Ja, das wäre sozusagen die politische Agenda, die ich verfolge, Verständigung und friedliche Koexistenz. Ich bin nicht für den Krieg. Ich bin nicht dafür, dass wir hier die Welt in Flammen setzen und unsere Kinder in einem nuklearen Armageddon aufwachsen lassen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht 70, 60 oder 80%, dass es zu einem Atomkrieg kommt. Aber meine Damen und Herren, wir dürfen nicht mal eine Wahrscheinlichkeit von 1 oder 2% eingehen bei solchen Risiken, bei solchen Problemen. Und der Krieg, ich habe das gestern gesagt, der Krieg ist auch eine Verführung. Er ist eine besondere Verführung, wenn man ihn nicht selber führen muss. Natürlich, dann kann man sich zum Kriegshelden in Absentia hochstilisieren. Man kann da den großen Mann, den Superhelden markieren und andere sterben dann für die eigenen Kraftmeier-Sprüche. Das ist das Zynische auch an der Rhetorik vieler Medien bei uns im Westen, bei uns auch in der Schweiz. Und da gilt es ganz entschlossen entgegen zu wirken. Und die Meinung, die andere Meinung zu bringen und eben auch die Meinung, die Sichtweise der Russen zu transportieren. Ich kann mir nicht vorstellen, genauso wenig wie bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2, dass die Russen sich selber in die Luft sprengen, ihre eigenen Infrastrukturen. Ich halte das für völlig abwegige, verrückte Theorien, die einfach nur das immer gleiche Narrativ bedienen sollen, die immer gleiche Demagogie bedienen sollen, dass im Kreml, dass in Russland eine Bande von Monstern und Unmenschen den Ton angibt. Ich halte gar nichts von solchen Verabsolutierungen. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Und ich habe es Ihnen ja auch aus Moskau schon berichtet. Ich bewundere vor diesem Hintergrund geradezu die heroische Gelassenheit auch der russischen Führung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass bei uns die Politiker so reden wie Talkshow-Hosts, wie Talkshow-Moderatoren, während in Russland nur die Talkshow-Moderatoren so reden wie bei uns die Politiker, während die Politiker sich sehr diszipliniert und zurückhaltend ausdrücken. Übrigens auch interessant, dass die russischen Botschafter nie in dieser Präpotenz, zumindest habe ich das nicht gesehen, in dieser Präpotenz auftrumpfen und sich aufblustern, wie etwa die ukrainische Seite, die ja mit immer dreisteren Forderungen auftritt. Natürlich machen die Russen auch gigantische Fehler. Für mich, einige von ihnen haben darauf reagiert. Für mich ist es natürlich ein Fehler, wenn ein Präsident Putin seine Probleme in der Ukraine militärisch lösen möchte. Das ist ein Fehler auch aus seiner Interessensicht heraus. Russland hat kein Interesse,
sich es mit Europa zu verscherzen und die Welt hier aufzutrennen, das ist von einer großen Tragik, was hier passiert. Aber leider ist der Anteil des Westens an der Heraufbeschwörung dieser Tragik viel, viel größer als unsere Medien, als unsere Politiker, als viele der bei uns tonangebenden Meinungsmacher einzugestehen. Bereit sind. Großer Fehler hier dieser Einmarsch, weil er trennt eben auch Europa von Russland, Westeuropa von Russland, ausgerechnet dies nach Jahren einer gewissen Annäherung, die da stattgefunden hat. Und der Westen hat ja auch kein Interesse an dieser Aufsplitterung der Welt. Er beobachtet jetzt, dass die Sanktionen nicht Russland isolieren, sondern vor allem auch den Westen, dass sich die Welt abwendet, dass sich da neue Blöcke bilden und dass sich viele Staaten auch aus der dritten, aus der zweiten Welt eher den autoritären Systemen in Moskau und China zuwenden und dass diese Konfrontationspolitik des Westens, vor allem auch gegenüber China, die autoritären Tendenzen in diesen Staaten natürlich nur noch mehr hervorkitzt. Das ist eine Politik, von der man schon jetzt sehen kann, dass sie einfach zu nichts Produktivem führen wird. Und sie können aus so einer Politik nur aussteigen, wenn sie das auch wollen und wenn sie anfangen, über den Frieden zu reden. Aber wenn sie natürlich die andere Seite nur in den abgründigsten Anschwärzungen beschuldigen, wenn sie die Gegenseite dämonisieren, wenn sie die schon als Kriegsverbrecher betiteln, obwohl noch keine unabhängige Untersuchung stattgefunden hat, geschweige denn ein Gerichtsverfahren. Ja, wenn sie das tun, können sie nicht erwarten, jemals auf dieser Basis zu einem Frieden, zur Verständigung zu kommen. Sie sehen daran auch die enorme Emotionalität der Politik auf der westlichen Seite. Allein an den Worten kann man sie erkennen. Am Anfang ist das Wort, das ist eine ganz andere Sprache, als sie noch geführt wurde, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, wo sich die Staatschefs eben noch realistischer gesinnt als heute zurückgehalten haben, in den Worten gemäßigt ausgedrückt hatten. Ganz anders heute. Wir sind umzingelt von Woke-Außenpolitikern, von politisch korrekten Außenpolitikern. Da sehen Sie auch die Auswirkung dieser Woke-Kultur, dieses politischen Moralismus. Das ist für mich die größte Seuche, die wir heute haben im Westen, dieser Moralismus, der eben die eigene Sicht, die eigenen Werte, die eigenen Wertvorstellungen und Regeln verabsolutiert, der nichts anderes gelten lässt, der von militanter Intoleranz ist und nach jakobinischer Art, französische Revolution, nach Guillotinenart, seine Art zu denken, seine Überzeugungen mit brutalster Intoleranz durchsetzen will, nichts anderes duldet. Und diese Woke-Stimmung, diese Political Correctness, sie prägt natürlich auch die Außenpolitik des Westens. Eine Außenpolitik eben nicht des Realismus, sondern eine Außenpolitik des Moralismus. Und Moralismus ist eben nicht Moral. Moral bedeutet, Regeln zu finden, die ein gedeihliches Zusammenleben von allen ermöglichen. Moralismus, das ist einfach die absolutistische Übersteigerung der eigenen Sichtweise. Man lässt keine andere Meinung zu als die eigene. Man nimmt die eigenen Werte und steigert die dermaßen hoch, dass alles andere als das Böse und das Auszumerzende gilt. Gut und Böse, das sind die Kategorien, die dann regieren. Die haben in der Politik überhaupt nichts zu suchen. Gut und Böse ist Ausdruck einer völlig falschen, eben woke moralisierenden Weltsicht, die nur Unheil heraufbeschwören kann, die nur Böses produziert, denn es gibt nichts Böseres als das überschießende Gute. Meine Damen und Herren, hier aus meinem Hotelbalkon mit sehr hohem Geländer, wir befinden uns also nicht irgendwo im Gazastreifen vor einer sozusagen kugelsicheren Mauer. Nein, ein etwas höheres Geländer hier über Budapest. Ich bin hier, um an einer Konferenz teilzunehmen, wo führende Konservative aus Amerika, Europa, Ungarn, aus vielen Teilen der Welt zusammenkommen, um sich auszutauschen, um sich zu unterhalten. Ich bin sehr gespannt, wie diese Woke-Außenpolitik, Woke-Culture ist auch ein Spezialthema an dieser Konferenz, wie diese Woke-Außenpolitik beurteilt wird, wie man hier diesen Krieg, diesen Konflikt sieht in Ungarn, das natürlich viel näher diesem Geschehen ausgesetzt ist, nicht so weit und so geschützt, so pseudo geschützt wie bei uns in der Schweiz oder in Deutschland.
Diese Konferenz läuft jetzt an ein paar Tagen. Die Weltwoche wird hier auch noch mit anderen Kollegen, Urs Gehriger, vertreten sein. Ich habe die Ehre, hier auch einen Vortrag zu halten. Und freue mich, Ihnen dann weitere Einblicke und Aufschlüsse vermitteln zu können von dieser Konferenz. Das fürs Erste hier eine Morgeneinschaltung aus dem sonnigen Budapest. Nehmen wir die Sonne, nehmen wir das schöne Wetter als gutes Omen, als gutes Vorzeichen nach diesen nächtlichen Drohnenangriffen auf den Kreml, die nichts Gutes verheißen, die eben eine weitere Provokations- und Eskalationsschraube hier drehen, und hoffen wir, dass auf allen Seiten die Zurückhaltung überwiegt und dass man sich nicht endgültig in den Wahnsinn treiben lässt. Wir bei Weltwoche und Weltwoche Daily werden uns weiterhin natürlich dafür engagieren, hier immer wieder die andere Sicht und auch das Unkonventionelle nach vorne zu bringen. Wir nehmen uns immer wieder die Freiheit heraus, das Gängige, das für Wahrgehaltene zu hinterfragen. Das ist Journalismus, wie er sein muss, nach unserer Auffassung. Nicht einfach das nachbeten, was alle anderen sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine gute Zeit. Bis auf Weiteres, bleiben Sie auf diesem Kanal. Es kommen immer wieder neue, hoffentlich interessante Akzente und Einschaltungen. Machen Sie es gut und bis später. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.